Hallo, heute gibt es ein Outfit of the Day. Es ist heute der wärmste Tag, den es dieses Jahr gab und ich bin heute Morgen um 6 aufgewacht und ich musste um 9 wach sein und dachte, ich habe schon verschlafen und habe schon Panik bekommen und habe dann irgendwie die Tür gehört, wie sie zuging, die Wohnungstür. Und Eva muss immer gegen 6:30 Uhr, 6 Uhr so losgehen auf Arbeit. Und ich dachte, oh mein Gott, sie hat verschlafen, Mist. Es ist bestimmt schon irgendwie um 10 und schau auf die Uhr und es war irgendwie 6 Uhr irgendwas. Also richtig krass. Es ist blauer Himmel, keine Wolke, total schön, warm, kein Wind und ich freue mich total, jetzt rausgehen zu können. Dementsprechend habe ich mich heute irgendwie ein bisschen luftiger angezogen und auch ein bisschen farbintensiver, als ich das meistens tue. Ich trage eine Bluse von Zara. Die ist nicht aktuell, aber solche Blusen gibt es eigentlich zurzeit sehr oft mit so einem Kragen, also so einem Stehkragen sozusagen. Ja, und die geht halt bis hierhin zuzuknöpfen, also hat hier so eine halbe Knopfleiste und ist aus so einem Seidenmaterial, also seidenähnlichem Material. Und ja, die sieht so aus. Die hat hier so einen Gummibund hinten und vorn und ich habe es halt vorne so reingesteckt. Einfach so, damit das Braun noch so ein bisschen durchguckt und das Ganze ein bisschen lockerer aussieht und ja. Und der Gürtel ist von H&M, den trage ich eigentlich immer. So ein mittelbrauner Ledergürtel mit goldener Schnalle. Meine Jeans ist von H&M und die gibt es eigentlich relativ häufig. Es gibt immer die Jeans in dieser Waschung, so mittelblau und in einer dunklen, sehr dunklen Waschung für 10 €. Und ja, die passen echt gut und die leiern auch nicht so aus, sind aber sehr schön weich und fühlen sich gar nicht an, als ob sie irgendwie mega den Stretch hätten. Ja, also sehr angenehmes Material. 10 € wie gesagt, kann man nicht unterbieten. Und ja, die geht so ein bisschen höher und ja. Dann habe ich wieder meine Vans Low Pros an in ganz schwarz. Ja. Und das ist Größe 35, die fallen ein bisschen größer aus. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt. Ich habe die bei Skate Deluxe bestellt, weil mich immer so viele fragen, wo ich diese Größe hier habe. In dem Laden gab es halt die 35. Und sonst hat man mir die nie besorgen können. Ansonsten habe ich die Hose auch hochgekrempelt. Ja. Und das ist so mein Outfit im Prinzip. Dazu trage ich wieder die Größe M Longchamp. Und wenn es jetzt noch kalt sein sollte, was ich nicht glaube, aber ich komme erst heute Abend wieder von Arbeit, nehme ich die Lederjacke mit und ja, das Ganze sieht dann so aus. Meine Haare habe ich gestern gewaschen gehabt, also heute ist der zweite Tag und ich hatte sie in so einem höheren, ganz lockeren Dutt. Und ja, so sehen sie jetzt aus. Ich habe sie auch noch nicht gekämmt. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch Haaröl in die Haare geben. Und auf dem Gesicht trage ich Laura Mercier Mineral Powder und mein Altera Bronzer und Touche Eclat. Und auf den Augen habe ich von Barry M. ein Pigment in der Farbe Tan. Also ihn alleine halt über die Lidfalte und auch unten. Und dann habe ich den Essence Maximum Definition oder wie er heißt, Mascara drauf gemacht. Und das war's. Also ja, im Moment eher minimal. Schmuck, Ohrringe habe ich nicht drin. Wie immer meine David Smallcomb Armspangen. Der Nagellack ist von P2 und es ist so ein Teal. Weiß nicht. Ja, so ein Tealfarbe. Und von OPI gibt es eigentlich, glaube ich, ein exaktes Dupe und das heißt Ski Till We Drop. Ja.
kann ich auch mal in die Infobox schreiben. Ja, und das war's. Wie gesagt, ich freue mich sehr, jetzt rauszugehen, auch wenn es nur kurz ist und ich arbeiten muss. Aber ich hoffe, ihr könnt den Tag sehr gut genießen und die Sonne scheint auch bei euch. Und bis zum nächsten Mal.